Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme mit Leon von Goat Simulator 3. Hallo! Hey! Ah. Hallo SpongeBob! SpongeKüken! Ich bin Crash Bandicoot, ich muss mal kurz mich sprengen. Oh, geht das nicht? Doch! Ah, cool! Okay, Crash Bandicoot ist fertig. Wir spielen wieder Goat Simulator 3, lustige Dinge. Ja, und tschüss! Ah. Oh, bist du abgestürzt. Wir haben ein paar Sachen jetzt in diesem Part zu zeigen, also gehen wir mal los. Du kommst sicher gut hoch. Ja, mal gucken. Oh, komm, wir tun mit diesem lustigen Auto fahren. Da hat sich sowieso hier verbuggt. Komme. Kannst du mal schieben? Ich kann auch nicht mehr fahren. Hey, das ist so cool, das ist Woody Woodpecker, oder? Gut, also es gibt dort ja dieses antike Griechenlandviertel. Dort haben wir auch hier aufgehört. Das müssen wir kaputt machen. Diese Gnomteile. Ah, die müssen wir kaputt machen, ja. Okay, aber Sonic muss man echt auch irgendwie aufhalten. Ja, man muss einfach manchmal auch mehrmals draufschlagen. Hey, ich werde immer wieder überrollt. So, haben wir. Ja. Du hast Fliegenpilz Hut freigespielt. Jetzt bin ich Fliegenpilz Hut. Ja, wir haben es fertig. Ding, Bandicoot. Ey, halt mal F gedrückt. Da kommt so ein Gnom raus. Ja. Igitt. Ah, so einen Ton. Naja, man tut irgendwie Ton. Wie sagt man denn? Gießen. Wie ich schon aussehe. Hier, nimm nochmal. Hey. Ach, man muss drücken. Drückt lassen. Oder? Ja, gedrückt halt. Nein. Sorry. Vor lauter Lesen. Ich kann nicht gedrückt lassen. Ich muss R-Taste kurz drücken. Doch, Gott, da tun. Fahren wir drüber. Kann ich das einsammeln? Ja, okay, ich hab's eingesammelt. Wollen wir mit dem Zug fahren? Uns fehlen nur noch 5 Statuen hier. Ja, aber können wir mit dem Zug irgendwie fahren? Warte mal, hier hinten ist irgendwas. Da kannst du irgendwas. Ich will schon mal eine Haltestelle. Ey, guck mal, ich habe ein Relikt. Die Flucht. Hier ist die Flucht. Hier ist ein Relikt. Okay, bring den unschuldigen Anhalter weit weg. Goofweed. Welchen Anhalter? Was definieren die unter weit weg? Wahrscheinlich ich habe eine Statue. Zug. Wo? Ich habe eine Statue. Wo? Du hast ja mehr. Ah ja. Du hast mega gute Augen irgendwie für das Spiel. Ich bin so abgelenkt und schaue mir alles an und du schaust einfach nur die wichtigen Sachen. Bienenkurs. Beende das Wandgemälde. Ja, wir müssen das mal ein bisschen weniger. Hey, nein. Mann, ich hüpfe einfach drüber. Oh, jetzt muss ich es nochmals holen. Also nochmals versuchen. Also hier kommst du gut hoch. Brauchen Farbe. Ja, aber wir müssen nicht alle Missionen sofort machen, wenn sie angezeigt werden. Lieber schön locker. Und da drüben ist wieder ein Diktar. Ah, das sind die Maulwürfe. Einfach Maulwürfe, Diktas, oder? Hey, hier oben ist was. Wo? Du hier ist so eine Klatschhand. Happy Birthday. Okay, das können wir ja machen. Mann, ich quetsche mich rein. Tortenwerfer, okay, wo? Ah, da. Ich will Tortenwerfer. Wo ist ein Bienen? Hey, komm, wir machen nicht lachen. Aua. Hab ich dich getroffen? Nein, die Bienen. Ah, die Bienen. Ah, können wir die Mission machen, die ist hier vorne. Oh, ich bin daneben gesprungen. Ah, hier ist ein Geldbaum. Der macht kaputt, wir brauchen das noch für die Sterni-Quest. Okay. Ich muss mich hoch zu dir TP'en. Mhm. Ja, du kannst immer wieder zu mir telefonieren und ich helfe dir. Aber wenn man so nur an die Geldbeutel hüpfen und nicht der Baum kaputt machen. Also hier ist eine Mission irgendwo, das habe ich ja, kurz... Ich muss noch Dings einsammeln. Hier ist so ein Sprengstoff-Game. Auto-Derby? Ich bin schon wieder daneben. Ah, das gestern da mit den Farben, mit den Färben, das ist Splatoon nachgespielt. Ja. Und hier hast du eine Goat-Statue hier? Ja, ich muss mir hier noch die Statue da holen. Ah, die hast du ja nicht geholt, weil du ja weiter hoch gingst. Die musst du noch holen. Und bei mir ist auch eine Goat-Statue und eine Quest, die eigentlich ziemlich cool ist. Die habe ich einfach kurz das Gameplay gesehen gestern so Abend. Ja, ich hab sie. Ja, sehr gut. Emsi war schwieriger, weil man einfach drüber hüpft.
Mann, dieser Pädophilen-Kater, hey. Der ist so pädophil. Also gut, Statue. Und hier die Quest machen. Weil, sonst vergessen wir die. Also wir müssen einfach diese Bienenwaben holen. Hier ist eine Bienenwabe. Und dort ins Haus rein tun. Wir das einfach schon mal haben. Hey, sollen wir die anschlecken oder was? Die einfach mitnehmen, ja, mit der Zunge. Aber du musst einfach dich wegschütteln, wenn sie dich angreifen. Mann, die rollt einfach runter. Braucht mega lange, um... etwas, das ist... Gut. Ja. Brauchen wir denn nur 3 Stück? Fünf. Ich glaube 5 sind es. Achso. Einfach in diesem Dorf. Alter nicht. Also eine ist schon mal drin. Ich habe auch noch eine. Hinter dem Haus irgendwo. Hier ist nochmals ein Geldbaum. Hier ist noch eine. Und eine ist noch ein bisschen weiter bei mir. Ich habe noch eine. Ja. Ich glaube, wir haben alle. Nein, nicht runterfahren. Nicht rund. Nicht rund. Es rollt runter. Nein, was soll ich machen? Mann. Wo ist die? Wo ist die im Wasser. Okay, die haben wir verloren. Ich hoffe, die spawnt wieder. Sonst müssen wir das im nächsten Part machen. Aber ich kann nicht tauchen. Doch, sie taucht wieder ab. Hey, Bienen, wir müssen das zu zweit machen, sonst tun die Bienen die ganze Zeit mich aufhalten. Ja, ich schleck das Ding an. Ja, einfach hier hochschlecken. Also hier hochziehen. Oh, da links, ja. Und da gehe ich einfach außen rum. Das Spiel ist manchmal schon stressig, aber einfach stressig cool. Sehr gut, du kannst ja das... Du bist so ein Profi in diesem Spiel. Ich spiele das die ganze Zeit, oder? Ganze Game durch und so. Aber bin immer noch nicht Profi. Einfach weil die so einen Bienenstock brauchen wir dann noch. Mir noch nicht so liegt. Nicht zu wenig hintereinander spiele. Ich gehe mal ganz hoch, mal schauen. Also einen Bienenstock ist sicher mal noch bei der anderen Seite von der Klippe. Hab den letzten. Ja, genau dort meine ich. Ah, Goldstatue bei mir oben. Ja, kommen wir gleich. Das wird ja bei mir auch freigespielt, wenn du jetzt das machst, ja. Und? Noch mehr Bienen? Ah, die werden einfach weggespielt. Ah, das ist der Schleim, einfach mit Honigtextur. Gut, Bienenumzug. Trautes Heim, Bienen rein. Du hast jetzt so ein... Kann man auch F? Ja. Bienenkönig. Das werf ich? Also nehmen wir noch die... Das ist immer noch der Tortenwerfer. Kann man irgendwie... Nee, du hast jetzt die ganze Zeit Bienen um dich rum. Aber sonst nichts? Okay, komm mal hoch. Hier ist eine Goldstatue. Und jetzt haben wir 18 von 20. Okay, 18? Hast du denn noch Goldstatuen eingesammelt? Ich habe noch 16. Ich habe alle eingesammelt, die Dings. Ja, aber eben, die machen wir immer zusammen. Ja. Vielleicht hast du wirklich irgendwo mal einfach eingesammelt und hast das nicht gemerkt. Weil ich gucke mal kurz, warte mal. Aber wir können ja vergleichen. Sammlerstücke. Ich habe die 3 und die 6. Nein, die 7 nicht. Die 3 und die 7, ja. Ich auch, die habe ich auch nicht. Ah, ich habe 18. Ich habe das nur irgendwie aus 16 gelesen vielleicht. So, okay, gut. Das ist ja so fett. Also, weißt du, bei mir ist durch der große Bildschirm, der gute Bildschirm, das Spiel so unscharf. Ich kann nicht alles immer ständig gut lesen. Jetzt okay, wenn du auf einen Honig gehst, du wirst von Bienen hochgetragen. Du musst einfach auf den Honig gehen. Jo, ach du Scheiße, ich glitsche. Und wohin? Ja, das kannst du einfach wieder resetten, sonst... Nein, ich will dieses Bienenkönigin-Ding nicht. Nein, ich falle wieder ins Wasser, Mann. Bienenkönigin? Nein, ich hatte doch hier dieses Bienenkönigin-Teil, da waren Bienen um mich drum rum. Ja, das ist ein Bienenschwamm. Noch, ich weiß, nee. Also hier ist ja der Tresor und hier oben, waren wir ganz oben? Vielleicht ist dort oben noch eine Goldstatue. Da ist was. Okay, jetzt sind wieder die Fallen. Ich bin jetzt ganz oben. Ja, es ist etwas, so ein Ding. Ja, Sammlerstück, Relikt, genau. Und ein Gartenzwerg. Ich bin ganz oben auf dem B-Symbol. Ich komme auch, oder? Also immer die Sachen, wo man denkt, könnte noch etwas sein, einfach abklappern. Wäre nicht schlimm, wenn nichts dort ist, aber... Also Sammelstück musst du eigentlich gar nicht mehr einsammeln, das habe ich ja. Oder nein, du musst es auch einsammeln. Oh, also so Multiplayer-Modus könnte ein bisschen besser sein, dass man... 4 von 10. Okay, du musst es wirklich einsammeln, schauen. Und ich auch immer. Und hier vorne vielleicht noch etwas? Du hast eben irgendwie weniger unscharf, du kannst viel weiter in die Ferne schauen.
Hier ist noch ein Schild. Keep out, okay. Also auf dem Glockenturm oben. Der Kirche könnte das sein. Hier sind Steine. Ah, Geldbeutel kommen raus. Steine mit einem roten X. Okay, nur ein Geldbeutel. Haben wir eigentlich genug Geld jetzt? Ne, wir brauchen 1 Million. Was haben wir denn? Ich sehe nichts. Wir haben, glaube ich, 300.000 oder so, warte. Okay, wir müssen sehr viel mehr noch farmen. Das ist wie die Geldautomaten 1000 Mal anklicken. Hey. Nee, wir haben 300.000, ja, 300.000 ungefähr. Aha, okay. Noch ungefähr 2/3. Immer hier auf der... Ich hab eine Goldstatue. Donald Duck ist hier. Ich hab eine Goldstatue, Drago. Ja, ja. Okay, dann nur noch eine. LOL, mega gut versteckt. Mega schlecht. 19 von 20. Also ich gehe mal hier hoch. Zuerst wahrscheinlich auf das Gebäude zuerst hier. Ich glaube die letzte Statue ist. Nee, Sonic gibt glaube ich keine Statue. Ja, es ist ja nur ein kleines Gebiet. Es ist nicht so schwierig, das zu finden. So, ich bin auf dem blauen Glockenturm dann. Und wie kommen wir hier? Mann. Ich brauche wieder irgendwie so einen Art Hüpftier. Ich komme hier nicht hoch. Mann, immer noch ein Meme-Mädchen. Ey, da oben ist so ein Haus von oben. Hab's du? Ja, nee, ja, das, das ist so, das, das ist so ein Kack-Relikt. Ich hab so ein Relikt gefunden. Okay, warte kurz. Ich muss irgendwie hier hochkommen. Uah, ich will nämlich die Glocke noch haben. Nein, nehmen wir noch einen Millimeter. Oh, also ich habe irgendwie dieses Gefühl, das schaffen wir nicht so. Speedy-Schuhe. Vielleicht das Zicklein? Nein, das ist ja kleiner. Margo! Ja, Mann. Nee, das war kein Relikt. Das waren diese Speedy-Schuhe, die auch dieser Sonic hat. Okay, ich muss jetzt zu dir kommen. Was war das andere? Irgendwie so hast du davor noch gefunden? Also Sonic habe ich fast bei mir gehabt, aber du bist ja auf dem Baum. Ja, hier oben, da musst du. Wir müssen ein bisschen mehr gemeinsam machen, weil wenn wir das nicht holen, also wenn wir das alleine holen, dann muss immer einer zu dem anderen gehen. Oder? Ah. Und wir finden trotzdem mal. Ja, ich wollte nicht schlagen. Sorry. Hier ist ein Geldbaum. Okay, mach mal den Goldgeldbaum, den die bekommen wir dann immer zusammen über. Aber am besten einfach immer ein bisschen eher bei mir bleiben, weil dann können wir einfach alles gemeinsam machen, nacheinander. Als ständig immer durcheinander. Und du hast nichts hier? Dann nehme ich dich mit. Also wir müssen irgendwie aufs blaue Gebäude kommen. Welches also blaue ganz Gebäude? Hoch. Nicht nur aufs Dach, sondern ganz hoch. Aber der Glockenturm, also dieses Glockending. Ja, das blaue Dach. Nein, hey, wieso? Manchmal läuft man einfach ohne, dass man irgendwie die W-Taste drückt. Halt mal F gedrückt. Okay, eine wird angegriffen, wenn ich klicke. Oh ja, jetzt. Okay, das sind die Speedy-Schuhe. Also man muss manchmal einfach nicht zwei tragen, nicht zwei Items, und dann geht's. Yes. Oh, nicht. Mann, wenn nur die Steuerung einfach ein bisschen weniger sensibel wäre. Boah. Ich bin auf dem Glockentower. Ganz oben ist nichts da oben. Da ist nichts. Und auf dem Baum, auf dem Haus, wo der Baum drauf ist? Ist doch nur was Grünes, oder? Haus, das ist irgendwas oder Grünes, ein Portal. Einfach links davon, von der Stadt innen. Mit. Ach, du meinst diesen Baum? Da, wo ich bin. Ja, ach da. Das ist ein Portal, da kommst du auf dem Baum oder so ist da nichts. Ja. Auf dem Baum, da habe ich Dings aktiviert gehabt. Sehr das gut. War der Grund, warum die Sonne abgeschossen wurde. Und hier ist so ein Woodpecker. Oh, schade, dass manche Sachen vom Hauptspiel nicht drin sind, da dieses trifft den Maulwurf. Aber oben ist nichts, also der wirft uns nicht irgendwie nach oben. Wo? Ah, das Haus ist dort oben. Wir können eigentlich jetzt zum Haus gehen, oder? Zum oben Haus? Ich habe eine Statue gefunden. Okay, dann nee. Ist alles nicht. Doch, hab. Okay. Na, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie das Zicklein wirklich am tollsten, mit dem kann ich am besten stöhnen. Ja, doch, hab sie. Ja. Aber Wolke? Hier ist diese. Na, hier oben. Ah, hier auf dem Hügel. 20 von 20. Mhm. Wunderbar. Achtung, Wolke. Oh. Die musst du doch auch irgendwie umbringen können. Können wir eigentlich mit dem Speed
mit der F-Taste. Dann. Einer muss ablenken oder so. Und der andere. Oh, ich bin runtergefallen. Die Wolke ist bei mir. Ich hab sie geschlagen. Getroffen war eine wilden Wolke. Ich war auch getroffen, natürlich. Aber ich hab sie geschlagen scheinbar und sie ist abgehauen. Ich hab's jetzt hier überhaupt nicht mehr im Blick bei dir. So, jetzt sind wir eigentlich in dieser Gegend mit den Dings fertig, mit den Statuen. Ja, ja. Wir gehen jetzt mal zum Obenhaus, oder? Oder wollen wir den Sonic noch kurz handeln? Nee, wir sind ja jetzt in der Welt erstmal fertig. Wir holen jetzt erstmal alle Goat-Statuen und machen wir die ganzen Quests. Boah, ich hätte schon wieder gesagt. Wir gehen jetzt einfach zu diesem Obenhaus. Ja. Die Wolke ist so nervig. Aber das Abteil gehört auch noch mit zur... Nein, ich brauch den Dings vor den Ziegentor. Ja, aber die Missionen können wir ja relativ gut wiederfinden. Wir sollen lieber irgendwie einfach uns ein bisschen umschauen, dass wir alles haben. Hier ist ein Portal, das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Das haben wir, da waren diese Ölfässer drin. Ja, genau. Aber irgendwie das Obenhaus, das ist halt noch ein bisschen weiter weg. Ah, das war hier oben drüber. Auf diesem Haus da, auf dem Kristall oben, das haben wir hier auch noch. Hier ist ein Relikt. Wo? Seht ich immer so nicht so viel. Ich weiß, wie man die Bahnquest macht. Wo ist das Relikt? Ich sehe es. Hier oben, genau hier über mir drüber. Aha, in der Luft. Und wie kommt man hoch? Versuch das mal zu holen. Und ja. Ich mache hier diese Farbquest. Ich habe hier kein Bounce-Zeug. Hier sind ganz viele Maulwürfe. Ja, wie soll ich das hoch? Ja, okay. Ich habe einen Maulwurf endlich entdeckt. Wo nicht rauskommt. Hä? Ich sehe keinen Maulwurf. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ich sehe so viele andere Seiten, aber. Hier auf der Seite, wo ich hier bin. Da wollte ich ja hin. Okay, aber die schlagen mich gar nicht so hoch. Also scheinbar. Oder kann man auf den Bäumen bouncen oder so? Nee, man fällt einfach durch. Also irgendwie kann ich das nicht sammeln, weil ich nicht so hoch kam. Tja. Hier ist TNT-Ding, wie sagt man dem? Haben wir keine Flügel oder so, ey? Form Agnom, Überraschungsbock. Ist das nicht irgendwie zum Bouncen? Also ich mach mal das TNT an. Diese, ja. Geht nicht. Okay, es ist einfach so ein Teil, aber es wird nichts. Also eigentlich sollte das angehen hier, das Loch. Gibt es irgendwo einen Samen und man kann einen Samen setzen und dann das anmachen? Das könnte irgendwo sein. Aber dieses eine Teil hier oben kann ich nicht erreichen. Warte mal, vielleicht musst du hier eine Bombe reinwerfen oder so. Ja, eben, oder irgendwas, ein Samen oder so. Hier ist ein Automat. Heike, was? Hux. Drago, stell dich mal auf die Fläche drauf. Ja. Mit dem Eimer. Ich tue die Bienen jetzt mal weg. Boah! Und wo hast du die Bombe her? Nö, du musst einfach nur hier drauf springen. Drauf springen. Ich habe immer geschlagen. Ich wollte dieses Teil weg haben. Oh. Bienenwabe. Eine Glockenheft. So. Gut. Ja, noch eine neue Farbe. Fellfarbe. Hast du eine gelbe Farbe? Ich habe eine gelbe Farbe hier bekommen. Ich hole sie nochmal. Oh, das ist ein Ding. Weil die brauche ich mal. Nimm sie? Ja, genau, die brauche ich. Für? Für die Quest hier vorne. Okay, da waren wir schon gestern. Jetzt. Ah ja, genau, jetzt kommt der Zug raus. Mann, ich sollte den Trailer und ein paar Videos nicht schauen am Anfang. Also, ja. Das ist irgendwie von einer Filmanspielung. Ich weiß jetzt sonst wirklich sehr wenig noch vom Game, aber die zwei Sachen habe ich. Ja, wir können wieder malen. Mann, das muss ich auch weghaben. Hey, diese blöden Schuhe.
Aber guck mal, ich bin ein bisschen alkoholisiert, ich bin grün geworden. Ach, da oben war jetzt das Haus. Ich muss irgendwie... Ah, grinden. Ah, ich kann Schienen grinden. Also, am Bahnhof müssen wir ja noch etwas machen, oder? Ja, wir müssen den Anhalter irgendwo hinbringen, aber ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Was kann ich jetzt mit dem Malset machen? Ich will doch irgendwo malen. Ja, wie kann ich jetzt hüpfen? Oh. Hier ist einfach mal gar nichts. Hier ist irgendwas im Wasser. Kohlenkugeln. Äpfel? Ja, Apfel. Äpfel, also zwei Äpfel. Oh, schön. Ich liebe diese Wolljumps. Diese Wolllaufen. Oh, ey. Du hast mich einfach abgedrängt. Geht doch mal gar nicht. Oh, Mann. Wir müssen hier hoch. Wieso gehen wir falsch hoch, wenn wir auch richtig hoch gehen können? Ich gehe nicht falsch. Wir müssen einfach hier hoch. Ja, aber ich konnte nicht rüber gehen und deshalb... Ja, konnte ich auch nicht. Nein, ich bin runtergefallen! Ja. So ein Mist, dass das alles ein bisschen steuerungstechnisch nicht so geht. Ja, okay. Ja doch, ich bin hoch. Bist du? Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht mehr. Runtergefallen. Du bist auf der anderen Seite. Man muss nur die Plattformen ein bisschen besser treten können. So, und dann noch mehr hoch. Und dann geht's hier rüber. Dann hier rüber. Nein, nein, ich bin daneben gesprungen. Das ist so schade. Mann, man kann es nicht abschätzen. Die Plattform ist einfach weggebuggt bei mir gerade. Ja, bei mir ist es einfach nebendran gewesen. Ich konnte gar nicht mal so in die Richtung weiterfliegen. Es ist so schwer. Oh, jetzt sind wir wieder zusammen. Das ist nicht so gut, wenn wir zusammen sind. Hey, die buggt. Pass auf, die eine Plattform buggt die ganze Zeit weg. Mhm. Jetzt muss ich irgendwie hier rüber zum Diktator. Ja. Okay, man muss manchmal einfach stehen. Bringt ja nichts. Hey, der buggt mich einfach wieder weg. Der tut mich gar nicht so weit nach oben schlagen und einfach nach vorne und ich komm nicht mehr zurück. Vielleicht muss ich dich einfach mitnehmen mit der Zunge. Weil dann haben wir ja wieder diesen einen Bug vielleicht. Okay, der war ja mit dem Hai, aber trotzdem, dass man uns gegenseitig... Ja, jetzt nein. Muss man auf den Stein hier? Ja, ja. Nein! Dicta, tu mich doch hüpfen! Oh. Ich bin auch runter. Ja. Frechheit, dass der Dicta einfach nicht mich hüpfen ließ. Bin drüber gelaufen, aber... Und vielleicht nicht ganz drüber. Auf jeden Fall bist du ja auch noch dort gewesen und... Ah, das ist halt vom Spiel dann immer so ein bisschen blöd, dass wenn jemand in der Nähe ist, dann einfach nicht hüpfen ist. Irgendwie ist das DLC zu Tode verkackt. Ja, ja. Aber die machen das extra, die veröffentlichen alles viel früher, damit alles ein bisschen buggy ist. Die machen das extra. Aber wie, wenn der... Hey, der hüpft! Der lässt mich einfach wieder daneben in die Insel hüpfen. Ich weiß wie. Weißt du, das ganze Spiel soll unfertig sein. Ach man, nein! Aber... Es macht einfach, es macht im Spiel ja schlechter. Ich verstehe die Entwickler manchmal nicht. Wieso sollte man ein Spiel schlechter machen müssen? Brauchten wieder Geld. Ja, Geld braucht jeder. Auch noch Elon Musk. So, und jetzt bitte. Hey, der hüpft, der lässt uns nicht mehr hüpfen. Wenn er mal draußen ist, wir sind zu nahe dann, dann geht er nicht mehr rein und dann lässt er uns nicht mehr hüpfen. Boah, wie weit man hochlaufen kann. Die Wände hoch. Hey, das ist nur wegen diesem blöden Dick-da-Feature. Naja, machen wir das später. Nee. Ich bin jetzt noch einmal... Willst du das jetzt machen? Ich will noch einmal oder so versuchen. Aber ich schaue jetzt mal von hier. Also irgendwie das Game will, dass man höher geschleudert wird, aber der Dick-da ist völlig verbuggt.
Ich glaube, ich sollte als lieber mal das mal als Ziege versuchen. Okay, ich bin aber auf dem Stein. Die ganze Zeit als dieses andere ich bin Ziel. Auf dem Stein, aber ich komme jetzt hier hoch nicht hoch. Komm auf die. Nein, die Wolke ist ja auch weit weg. Also es ist irgendwie nicht fertig hier, denke ich mal. Ja, ich bin noch höher. Also wenn du zu mir kommen kannst mit deinem Diktor, einfach sofort auf den Diktor, also von der Plattform, direkt auf den Diktor, also nicht auf die Grasplattform, sondern auf den Diktor und dann sofort rüber zum Stein. Nein, ich falle wieder runter. Man rutscht. Also vielleicht finden wir ein Item, was uns hilft. Ich weiß, wo man hin muss. Ja, ja, aber zu diesem großen, also zu dieser nächsten Plattform, die erscheint. Da, wo der Baum ist. Ja, aber dort ist ja eine Plattform dazwischen. Und auf die Plattform, aber wenn man nicht so hüpfen kann, geht's ja auch nicht. Wir brauchen vielleicht ein Item, das uns hilft. Wir gehen mal zu diesem Haus, was dort auf dem... Ich hab mir da gerade meinen Kopf gestoßen an dieser Plattform. Mhm. Ich war ja auf den Steinen, ich hätte wirklich rüber können zu einem der Plattformen. Ah, jetzt sitze ich rechts. Nein, nicht wieder weiter runter. Okay, es ist leider gerade echt nervt, das Spiel. Durch diese schwierigen Passagen und nervigen Challenges, Jump'n'Run Challenges. Gehen wir nochmal in die Stadt? Nein, ich will jetzt mal kurz zum Gebäude noch hoch, weil der Part ist eigentlich vorüber bald. Die Zeit einfach, wir können schon einen langen Part machen, aber ich möchte lieber noch ein paar Parts haben, weil ich denke, dass DLC wird relativ schnell wieder vorüber sein und dann muss ich ja noch den Bosskampf im Hauptspiel machen und die Goat-Statue noch alle sammeln. Lieber noch ein bisschen machen. Also ich bin beim Haus, was größer ist auf dem Stein. Hauptspiel könnten wir dann auch nochmal machen. Wir können es nochmals irgendwie resetten. Ja. Wir können es einfach nochmal ein bisschen schneller und interessanter spielen. Für die Leute, die jetzt Lust haben, nochmals zu sehen. Das wird wieder SpongeBob sein. Können wir irgendwie über die Wolke? Nein, ich bin die SpongeBob. Ich bin Zicklein grün, ich bin Hulk Zicklein und du bist SpongeBob. Zicklein, SpongeBob, Hulk. Mann. Guck mal, SpongeBob ist lebensmüde. Bram, was macht dein Gurt vorne an einer bestimmten Stelle? Du Perversen. Also auf dem Haus ist gar nichts. Nö, da ist auch nichts. Ich glaube, die sind wirklich fertig geworden. Haben das nicht reingeholt. Ich guck mir mal hier Dings kurz an, welche Sachen uns noch fehlen. Also in diesem Dorf hier oben muss noch etwas sein. Mir fehlen jetzt noch 18 bei Olymp. Und 19 bei Zigtorit. Wer ist Philipp Lindau? Keine Ahnung. Das ist ein Entwickler, glaube ich. Doch, ein Entwickler könnte das sein. Das ist einer von den Entwicklern, ich glaube es sind mehrere. Also hoffentlich nicht nur einer. Ich bin ein Ballon! Ja. Warte mal, vielleicht kommt man so mit ins Haus oben. Also wie kannst du zum Ballon werden? Ich habe Ballons kaputt gemacht. Ah, nein. Schade, darum ist ja nichts. Ah, warte. Also was machst du gerade zum Ballon werden? Na, ich habe den Ballon einfach geschlagen. Habe ich ja auch, aber ich würde nicht. Und sofort hier rüber. Ja, aber weißt du wieso? Weil bei oben ja auch der kleine Junge ja mit dem Ballons hoch ist. Ich bin oben, oder? Ja. Und jetzt los wird. Okay, einfach nichts drücken und ich habe halt jetzt gedrückt. Ja, bist du oben? Ja, komm. Ja, mein Ball. Warte mal, ich tippe mich einfach zu dir. Das Portal noch nicht machen, eben. Aber, das Portal noch nicht machen, weil du wirst vielleicht runtergehüpft. Es ist wirklich nur. Hier ist ein Relikt. Ja, das habe ich eingesammelt. Aber. Wollen wir nicht das Portal machen? Jetzt eben das Portal, aber nicht am Anfang, weil sonst werden wir wahrscheinlich weggeschleudert oder so. Porsche. Na gut. Und das war alles? Für das sind wir jetzt hier hoch. Weißt du, der Ballon ist so weit weg gewesen. Wir hätten früher drauf kommen können. Oh, ich bin beim Baum. Ich hab's geschafft, zum Baum rüber zu kommen. Ich bin einfach besser. Besser als ich denke. Schade, dass wirklich. Leicht auf die Brücke.
Fällt man durch? Ja, wir sind rutscht runter. Okay, gut. Dann haben wir wieder viel erreicht. Schade, dass wir jetzt nicht zu Ägypten, Griechenland gehen konnten. Aber dort ist so ein Pferd, trojanisches Pferd. Das wollen wir anschauen. Aber das ist eine Ziege. Das wollen wir dann im nächsten Part anschauen. Jo. Genau. Vielen lieben Dank, liebe Zuschauer. Komm nochmal zu dir. Und Leon fürs Mitspielen und auch gucken. Ich werde mich natürlich wieder ummodellieren, also nicht mehr Zicklein sein bei dem nächsten Part. Was wollen wir denn machen? SpongeBob. Ich mache SpongeBob, aber ganz etwas anders. Ich tue mich einfach färben. Ich bin Bernd das Brot. Bernd das Toastbrot. Nein, das Sattelbrot. Ja, ja. Ich muss den Sattel haben. Sieht man den Sattel? Sattel mich mal. Nein, das ist der Packe, also. Kannst du nicht satteln? Hast du den Sattel? Das ist der Packesel. Also ich bin Bernd aufs Brot. Und ich tue jetzt die ganze Nacht Dauerbeschallung machen. Im Livestream. Wir spielen Minecraft auf dem Dragodia-Server. Und noch ein bisschen Goat-Simulator. Und noch ein bisschen Goat-Simulator im Stream. Guck mal, mein Schwanz. Nein, nicht im Stream, weil wir da wir können ja das Hauptspiel weiterspielen mit den Goat-Statuen. Ja. Und dann müssen wir einfach halt den Part aus Livestream noch schauen. Der Bosskampf würde ich dann wieder in einem Video machen, denke ich, nach dem DSI. Oder können wir schon gemeinsam auch im Livestream machen, da können wir immer wiederholen. Na, wir können ja so machen, dass ich dann den Part aufnehme. Und dir den dann irgendwie zukommen lasse, also zuschicke oder so. Dass du streamst und ich den halt währenddessen aufnehme. Ist halt ein bisschen blöde, weil das ist mega groß. Ich tue einfach im Livestream Goat-Starten sammeln, wir machen ein bisschen Scherze und so Sache. Ich mache dann noch einen Part, wo ich nochmal den Boss besiege. Und fertig. Jo. Weil ja, jetzt machen wir so zusammen DSI und dann muss ich nicht aufnehmen. Und ich muss ja auch nicht unbedingt aufnehmen. Also wenn du eben Zeit und Lust hast, machen wir auf dem Livestream mal ein bisschen Goat-Simulator noch. Heute. Damit das endlich mal fertig ist, weil ja diese vielen Parts mit dem Goat-Statuen sammeln. Dann immer wieder im Browser schauen, wo die nächste ist und so, das ist so umständlich. Ja, das Gute ist, ich habe ja jetzt gar keine Goat, ich habe ja jetzt nichts mehr im Hauptspiel. Ja. Deswegen kann ich jetzt immer gucken. Cool, wie der so runterrutscht. Schau mal. Er kann sogar hochrutschen. Ist das wegen den Schuhen? Habe ich die Na gut, Wann beendest du den Part? Ja, wenn du willst. Ja, ich muss sowieso noch ein Thumbnail irgendwie machen. Komm, wir stehen hier oben oder so. Kannst du hier auch kurz? Ja, warte, hier, komm her. Was? Schnell hier so mit dem Blick auf die tote Sonne. Mhm. Also machen wir kurz das Bild. Ich glaube, der Zug. DMM3. So, wunderbar. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, ich livestream jeden Abend. Tschüss. Oh, den Zug müssen wir noch besuchen. Tschüss. Tschüss.